Hallo und herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von One Change a Week, dem Nachhaltigkeitsformat des Brotkastens. Wir haben heute Bundesministerin Elisabeth Köstinger zu Gast. Wir haben uns einiges vorgenommen, weil wir wollen nämlich über Innovationen im Lebensmittelbereich und der Landwirtschaft sprechen. Da wollen wir natürlich vor allem auch anschauen, welche Initiativen die Bundesregierung setzt im Bereich der Digitalisierung, aber natürlich auch einen kritischen Blick werfen, wo es noch Luft nach oben gibt. Und als solches freut es mich natürlich ganz besonders, dass Markus Linder, unser Nachhaltigkeitsexperte und Gründer vom Wiener Impact Startup Inoko, auch zu Gast ist. Lieber Markus, welche Themen werden wir uns heute anschauen und warum haben wir die Frau Bundesministerin hier heute eingeladen? Ja, freut mich sehr, die Frau Bundesministerin heute hier als Gast zu haben. Wir haben sie eingeladen. Bei uns bei One Change Week geht es in der Regel darum, was wir als Einzelnen, unsere Rolle als Konsument, als Unternehmer tun können, um dazu beizutragen, die Klima- und Biodiversitätskrise einzudämmen. Und da können wir viel tun, aber da brauchen wir auch die Unterstützung der Politik, weil es gibt viele Themenfelder, wo wir das, was wir tun wollen, nur mit Unterstützung der Politik tun können. Und Landwirtschaft und unsere Ernährung spielt da massive Rolle. 26% der Klimagase werden emittiert durch die Produktion von Lebensmitteln. 70% vom Biodiversitätsverlust geht letztendlich auf Kosten der Lebensmittelproduktion. Und ja, da haben Sie natürlich einen Riesenhebel in der Hand und da interessiert es uns heute, wie Sie das nutzen und was Sie tun, um hier die Dinge in Richtung mehr Nachhaltigkeit auch voranzutreiben. Genau, über die Digitalisierung wollen wir anfangen. Bevor wir aber wirklich in Medias Res gehen, eine Frage. Wie sind Sie heute ins Studio gekommen? Oh, heute war das besonders einfach. Es war de facto ein sonniger Spaziergang vom Stubenring 1 zu euch. Ich wohne ja quasi oder arbeite in der Nachbarschaft. Also mein Ministerium ist gleich um die Ecke. War zu Fuß, also nicht das Auto? Nein, nicht okay. Das Auto. Ich nutze ja wirklich sehr, sehr gerne die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien. Aber wenn es halt dann schnell gehen muss und dergleichen, bin ich natürlich auch mit dem Auto unterwegs. Da führt auch für mich leider kein Weg vorbei. Mhm. Da kommen wir dann vielleicht am Ende dann nochmal zu sprechen, weil Sie auch persönlich natürlich machen. Jetzt wollen wir uns aber natürlich dieses Digitalisierungsthema anschauen. Ich habe es eingangs erwähnt, Digitalisierungsinitiative, es gibt da auch Innovation Farms. Welche Ziele hat sich da die österreichische Bundesregierung gesetzt und vor allem auch im Bereich der Digitalisierung der Landwirtschaft? Also ich glaube, dass die Digitalisierung allgegenwärtig ist, ist jedem von uns schon irgendwie klar. Ich habe in den letzten Jahren mehrfach einfach auch die Erfahrung gemacht, dass bei denen, speziell in der Landwirtschaft, aber die Hürde, dann wirklich auf ein digitales System zurückzugreifen, noch extrem hoch ist. Und das war irgendwie ein bisschen so meine Intention, diese Innovation Farm in Wieselburg und in zwei weiteren Standorten auch zu gründen. Mir ist es darum gegangen, dass wir für die Landwirtschaft einen Ort haben, wo vor allem auch die jungen Bauern sehen können, was Digitalisierung ihnen im Alltag helfen kann und wie Digitalisierung für den eigenen Betrieb nutzen kann. Ich bin sehr oft in Gesprächen draufgekommen, dass viele so die Vorstellung haben, das ist nur was für große Betriebe. Und speziell Österreich ist einfach das Land der bäuerlichen Familienbetriebe. Wir haben so viel Berglandwirtschaft, die ganzen benachteiligten Gebiete. Wir bauen einfach auf diese kleinen Strukturen. Und über diese Innovation Farm will ich einfach den Landwirten zeigen, dass es de facto für jedes ihrer Probleme zu Hause oder Herausforderungen auch eine digitale Lösung und Anwendung gibt. Und das machen wir eben speziell am Standort Wieselburg auch sichtbar. Mhm. Wir als Podcasten berichten natürlich über die Startup-Szene auch. Inwieweit sind da Startups auch mit eingebunden, auch in diese Digitalisierungsinitiative oder Strategie der Bundesregierung? Es gibt immer wieder Anknüpfungspunkte. Es melden sich auch sehr viele bei uns, speziell dort am Standort, unterschiedliche Kooperationen. Was ich auch sehr spannend finde, ich habe in den letzten Jahren auch viele kennenlernen dürfen. Wir vergeben auch immer wieder Innovationspreise und es sind sehr oft auch junge Gründer, die selber einen landwirtschaftlichen Hintergrund haben. Also die sehr oft dann zum Studieren nach Wien, nach Graz oder nach Innsbruck gegangen sind, aber die einfach ihre Wurzeln ganz stark am Betrieb haben und dann auch irgendwie über Kontakte und dergleichen dann auf Ideen und Lösungen kommen. Und das finde ich schon sehr spannend. Mhm. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann sprechen wir natürlich auch immer über diesen digitalen Reifegrad. Wie ist da Österreich eigentlich international aufgestellt, was die Digitalisierung der Landwirtschaft angeht? Na, also Luft nach oben gibt es auf jeden Fall. Da braucht man überhaupt nicht reden. Wir haben sehr viele Kooperationen, speziell auch mit Israel.
Da gibt es ja schon wahnsinnig viel, auch im Digitalisierungs-, im Innovationsbereich. Und da wollen wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Schritt vorwärts machen. Was wir jetzt gemacht haben, und das ist ein bisschen so ein Sonderding eigentlich auch in Österreich, das landwirtschaftliche Schulwesen ist ja nicht im allgemeinen Bildungssystem, sondern bei uns in der Zuständigkeit im Landwirtschaftsministerium. Und wir haben in den letzten Jahren wirklich viel investiert, um die Schulen zu digitalisieren. Da bin ich durchaus ein bisschen stolz drauf, hat sich dann auch abgehoben vom allgemeinen Bildungssystem und wir haben die Digitalisierung in den Lehrplan geschrieben. Also wir bilden vor allem eben auch die jungen Bäuerinnen und Bauern schon ganz klar in diese Richtung aus und meiner Meinung nach ist das einfach der ganz große Schlüssel für die Zukunft. Vor allem auch, Sie haben ja auch landwirtschaftlichen Background, kennen Sie natürlich auch sehr gut mit der Landwirtschaft aus. Welche Bereiche in der Landwirtschaft, vor allem bei so einem Betrieb, können da automatisiert werden? Wir haben es ja auch mitbekommen in der Corona-Krise, Resilienz, auch ein großes Thema. Erntehelferinnen und Erntehelfer, die nach Österreich kommen oder eventuell durch die Corona-Krise nicht kommen können. Wo kann man hier noch quasi auch automatisieren in diesem Bereich? It's all about data. Also das ist für uns einer der ganz großen Schlüssel hin zu mehr Effizienz. Ich habe eine ganz große Vision und ein Bild der Zukunft der Landwirtschaft und das sind die bäuerlichen Familienbetriebe und das ist nachhaltige Intensivierung. Das heißt, wir werden in Zukunft einfach mit weniger Ressourceneinsatz mehr Output zustande bringen müssen. Das ist vollkommen klar. Also das sagen uns auch alle Berichte. Das wollen wir halt vor allem mit einer ganz starken Vernetzung auch der Daten nutzen. Da geht es ganz stark beispielsweise um einen präzisen Einsatz von Düngemitteln oder auch Pflanzenschutzmitteln, die wir brauchen. In Verbindung mit Wetterdaten kriege ich dann quasi als Landwirt den genauen Zeitpunkt, wann macht es jetzt Sinn beispielsweise zu düngen, wann macht es keinen Sinn. Und das hilft uns extrem in der Effizienz. Und da haben wir schon sehr viele Anwendungsprojekte, auch im Weinbau beispielsweise. Da kämpfen wir ja immer wieder mit Pilzen, mit Pflanzschädlingen und dergleichen. Und das ist wirklich extrem präzise, was da an Daten da ist. Oder dann halt eben auch beispielsweise Maschinen, die mittels künstlicher Intelligenz ganz genau erkennen, ist das eine Nutzpflanze, ist das ein Unkraut und einfach nicht mehr flächendeckend Pflanzenschutzmittel verwenden, sondern wirklich punktgenau das in die Anwendung bringen. Und das ist natürlich langfristig eine extrem coole Vision, weil wir natürlich auch effizienter werden und es rechnet sich auch wirtschaftlich. Das Nachhaltigkeitsgesichtspunkt natürlich auch ganz wichtig, wenn man damit eben Pestizide einsparen kann. Also die Chancen sind einfach riesengroß, bis hin auch zum ganzen Thema Tiergesundheit. Es gibt Chips, die im Tiermagen eingepflanzt sind, die den Bauern am Handy quasi zeigen, wie geht es dem Rind draußen auf der Weide, erhöhte Temperatur, Fruchtbarkeitszeitpunkt oder sonstiges. Und das erleichtert einfach das Leben am Betrieb enorm. Umgekehrt hört man auch von Bauern, die sagen, naja, eigentlich ist es so, dass wir in Österreich aufgrund dieser kleinstrukturierten Betriebe deutlich mehr Spritzmittel auch ausbringen, weil wir eben nicht in diese Technologien investieren können, die uns Precision Farming ermöglichen und dass es teilweise so ist, dass die Deutschen Großäcker pro Hektar weniger Dünger ausbringen, weniger Pestizide ausbringen als wir hier in Österreich. Gibt es da Initiativen, um den Einsatz von den Technologien auch zu fördern, wo sie vielleicht Bauern dann die Geräte teilen oder ähnliches? Gibt es da sowas? Absolut. Also bei uns sind vor allem auch die Maschinenringe da ein ganz, ganz großer Schlüsselfaktor. Aber schon seit vielen Jahren. Wir können in Österreich mit den großen, intensiven Ackerbauregionen beispielsweise niemals mithalten. Also das sind wir einfach ganz anders strukturiert und das wollen wir auch gar nicht. Und unser Schlüssel ist da ganz klar in Kooperationen. Aber das haben wir schon eigentlich ganz gut auch in Investitionsförderungen und dergleichen abgebildet, dass das für die Zukunft noch besser unterstützt wird. Es muss halt jeder Einzelne für sich selber auch verstehen. Und manchmal haben wir halt schon nur so im Mindset, ich mache das jetzt alleine und das ist mein Weg. Und der Schlüssel liegt viel stärker in den Kooperationen. Und auch da leisten wieder die Schulen bei uns wirklich eine ganz tolle Arbeit. Und vor allem auch diese Netzwerke, die sich ja in den letzten Jahren viel stärker gebildet haben. Österreich ist ja auch führend beim Biolandbau. Wir haben einen sehr hohen 25% Bioanteil bei den Weltweit, glaube ich, führend. Ja. Ich würde mir natürlich wünschen, 100% Bioanbau aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Gibt es da Zielrichtungen, wie man diesen Bioanteil noch höher, noch weiter steigern kann?
Bio ist extrem spannend. Ich komme ja selber von einem Biobetrieb, habe das quasi mit der Muttermilch auch mitbekommen, bin da absolut überzeugt davon, dass das der Weg für die Zukunft wird. Wir waren da in Österreich immer ein Pionier. Was wir jetzt sehen, und das finde ich schon sehr spannend, ist, dass natürlich andere Länder auch nachziehen. Wir leben im Export, also Biomilch beispielsweise wird nicht in dem Ausmaß in Österreich konsumiert. Wir brauchen die Exportmärkte. Das ist für uns einer der Nummer 1 Exportschlager. Und im Endeffekt muss es sich ja dann trotzdem mal wieder für die Betriebe wirtschaftlich ausgehen. Also Bio ist natürlich auch eine Einstellungsfrage, aber unterm Strich muss der Landwirt davon leben können. Und im Jahr 2019 sind die Einkommen der Biolandwirte um 10% gesunken. Und das zeigt uns schon, dass da auch ein Dumping-Element mittlerweile schlagend wird. So wie Sie sagen, es soll alles Bio sein, aber das geht nicht zu demselben Preis, wie es die konventionelle Landwirtschaft dann produziert. Klar. Und da spielt der Konsument und die Gesellschaft eine unfassbar wichtige Rolle. Ich bin am Regal eigentlich mit so einer dortigen Macht ausgestattet und entscheide über die Zukunft der Landwirtschaft. Und wenn ich dann glaube, es muss dann trotzdem irgendwie das -50% Fleisch sein und dann unterschreibe ich eine Petition für 100% Bio, das geht sich nicht aus. Also die Landwirtschaft kann alles, was die Gesellschaft will, aber es muss dann auch jemand bezahlen. Und wir fördern die Biolandwirtschaft in Österreich mit 180 Millionen Euro pro Jahr. Es ist nicht so, dass wir das rein nur dem Markt überlassen. Das ist wirklich auch ein ganz großer politischer Wille dahinter. Millionen an Förderungen, die auf die Betriebe fließen. Das ist ja der Grund, warum wir so weit vorne sind in der Biolandwirtschaft. Aber für die nächsten Jahre und Jahrzehnten braucht man da eine andere Strategie. Wenn Deutschland denselben Bioanteil produziert wie Österreich, geht das Preissegment ins Bodenlose. Und dann verlieren wir eigentlich genau das, auf das wir auch so stolz sein können, dass wir da jetzt irgendwie dermaßen Vorreiter sind und dass unsere Betriebe davon leben können. Und das müssen wir in der ganzen Bioentwicklung mitbedenken. Es braucht zum Biowachstum ein Wachstum auch des Marktes. Und das ist in demselben Ausmaß aktuell noch nicht da. Da hoffen wir natürlich mit Inoko, unserer App, die sie den Konsumenten ermöglicht, selbst nachhaltigere Entscheidungen. Aber das ist schon echt ein total wichtiger Punkt und gratuliere zu dieser tollen Idee. Im Endeffekt fängt es immer mit dem Bewusstsein an. Wenn ich mal selber ein Problem erkannt habe und ein Bewusstsein dafür habe, es betrifft die gesamte Gesellschaft, dann verändert sich auch was. Und ich glaube, speziell auch die ganze Klimadiskussion und vieles, was jetzt in den letzten Jahren präsenter worden ist, das hilft uns in der Landwirtschaft wirklich sehr. Ein spannender Punkt eben auch, Sie haben es jetzt erwähnt, damit die Landwirte leben können, ist natürlich auch der Vertrieb. Da gibt es ja auch die regionale Direktvermarktung. Wir als Podcast haben auch darüber berichtet. Es gibt auch einige Startups in diesem Bereich, die da auch hier Modelle, auch spannende Modelle anbieten. Und da gibt es aktuell eine Kontroverse rund um diese Billa-Box, weil jetzt natürlich auch die größeren Konzerne, so wie die Rewe, da auch quasi in dieses Feld reingehen wollen und unter anderem auch Kritik von der Kärntner Landwirtschaftskammer, dass hier eben das letzte Stück des Kuchens weggenommen wird. Wie stehen Sie zu dieser Kritik? Zwei Dinge. Zum einen hat die bäuerliche Direktvermarktung in dieser ganzen Corona-Krise den größten Booster in der Geschichte erfahren. Es war sagenhaft. Wir haben im zweiten Quartal 2020 einen Anstieg bei der bäuerlichen Direktvermarktung, also beim Konsum, von über 40% gesehen. Also das ist dermaßen durch die Decken gegangen. Jeder Aktienkurs wird sich einfach nur freuen. Wirklich sensationell. Und es hat sich auch übers Jahr verfestigt. Natürlich, Gastro-Tourismus war geschlossen und die Leute haben sich dann umgeschaut, wo gibt es was Gutes, was Besonderes, und das ist einfach direkt beim Bauern. Und der negative Side-Effekt ist natürlich, dass sich jetzt auch Großkonzerne auf diesen Trend draufhauen. Die tun sich dort natürlich um einiges auch leichter als die einzelnen bäuerlichen Direktvermarkter. Und die haben das halt auch zum Teil für sich als ein Marketinginstrument auserkoren. Das ist jetzt Wirtschaft, also da können wir relativ wenig machen. Wir können nicht sagen, nein, du darfst das nicht. Du darfst nicht jetzt 40 Bauern aus der Region zusammenholen und die liefern in diese Billa-Box. Aber es ist schon ein sehr besorgniserregender Trend, weil wenn man sich die Flugblätter am Donnerstag anschaut, derselben Lebensmittelkonzerne, dann ist das Fleisch, die Milch, die Eier dort permanent unter dem Preishammer. Also auf der einen Seite wird die heile, schöne Welt der bäuerlichen Familienbetriebe gezeigt und auf der anderen Seite wird dort wirklich auf Teufel komm raus ein Preiskampf
auch auf Kosten der Bauern betrieben, weil speziell Fleischproduktion ist unfassbar schwierig, ein großer Ressourceneinsatz. Ich meine, es sind auch Lebewesen und dann kostet das einfach wenige Cent und das ist etwas, das geht sich nicht aus. Und da sind die Lebensmittelhändler auf jeden Fall ganz, ganz stark auch in der Verantwortung. Was wir machen, um das vielleicht auch dazu zu sagen, aber da sind wir schon seit Jahren dahinter, und auch was bäuerliche Direktvermarktung betrifft, sind wir in Europa an der Spitze. Wir haben beispielsweise das Netzwerk Kulinarik. Wir fördern, wir unterstützen, wir beraten. Wir haben in den letzten Monaten unfassbar viele Webinare gemacht. Wie komme ich als Betrieb dazu, dass ich mein Produkt schon vor Ort veredle und das nicht mehr rein nur quasi als Rohgetreide zum Lagerhaus führe? Da machen wir wahnsinnig viel. Wir übernehmen die Marketingkosten. Wir haben ein eigenes Qualitäts- und Herkunftskennzeichnungssystem geschaffen, die AMA Genussregion. Und das wird unser Weg in die Zukunft sein. Aber ich sehe das sehr, sehr kritisch, dass sich die Konzerne das halt so quasi jetzt als Kirsche auf Sahnehäubchen setzen und wieder mit dem Bild der bäuerlichen Produktion halt quasi versuchen, Karma-Punkte zu sammeln. Sie haben jetzt auch das Thema Preise angesprochen. Da gibt es ja auch die Diskussion rund um Billigfleischrabatte in den Supermärkten. Wie stehen Sie dazu? Gibt es wahrscheinlich auch mit den Koalitionspartnern da Gespräche, wo man wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung ist. Ja. Nein, also das habe ich ja eingangs schon erwähnt. Also ich halte es ehrlich gesagt für moralisch verwerflich, wenn man glaubt, dass man speziell im Fleischbereich alles dann irgendwie zu Dumpingpreisen raushauen muss. Wir haben ein Wettbewerbsrecht, das unterliegt auch dem europäischen Wettbewerbsrecht. Wir haben einen gemeinsamen Binnenmarkt. Nur aus der Schweineproduktion gesprochen, die Produktionskosten in Deutschland sind 30% geringer als in Österreich, weil wir haben halt einfach schon höhere Anforderungen, plus dann die ganzen Sozialstandards, die in Österreich ein Vielfaches höher sind als beispielsweise in Deutschland. Und das sind die Märkte, mit denen wir konkurrieren. Und dazu kommt der Konsument, der gerne sich einen Webergrill um 800 Euro in den Garten stellt und dann die Bratwürstel um 80 Cent drauflegt. Mhm. Und das ist einfach ein Wahnsinnsungleichgewicht, wo wir noch sehr viel Arbeit einlegen müssen, damit das irgendwie wieder in Balance kommt. Markus. Was mit zu einer sehr, sehr wichtigen Frage führt, wo ich einfach so eher gern, also Ihre Haltung eigentlich nicht ganz nachvollziehen kann, weil ich habe gelesen, Sie sind für die freiwillige Kennzeichnung von Fleisch im Supermarkt oder in Supermärkten, nicht für die verpflichtende, oder? Nein, das ist falsch. Okay. Das Thema Transparenz und Herkunft habe ich schon seit Jahren ganz oben auf meiner Agenda, schon aus Zeiten im Europäischen Parlament. Mhm. Ich bin vollkommen überzeugt davon, dass es eine klare Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel braucht. Das ist nicht ganz einfach, weil europaweit ist auch die ganze Farm-to-Fork-Strategie und der Green Deal einfach eine zahnlose Materie. Es bräuchte vor allem von der EU ganz klar die Vorgabe, dass in ganz Europa eine Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel eingeführt wird. Das wird wahrscheinlich nur Jahre dauern, deswegen wollen wir in Österreich da auch vorausgehen und eine nationale Herkunftskennzeichnung umsetzen. Wir haben bei den Regierungsverhandlungen vereinbart, es wird mit 2021 bei verarbeiteten Lebensmitteln eine Herkunftskennzeichnung geben und in Großküchengemeinschaftsverpflegung. Das sind die ganz großen Hebel. Wir in normalen Zeiten, jetzt außerhalb von Corona, weil jetzt sind wir alle irgendwie im Homeoffice, aber in den Großküchen, in den Kantinen gehen 2 Millionen Mahlzeiten pro Tag über den Dresen. Das sind die ganzen Pflegeeinrichtungen, das ist die Justiz, das ist die Polizei, das Bundesheer. Also rein nur, was die öffentliche Hand da in der Hand hat, ist sagenhaft. Und da muss das Fleisch nicht aus Polen kommen und da muss es nicht aus Holland kommen, sondern es kann regional und saisonal vor allem, weil es ist auch so ein Schlüsselfaktor, beschafft werden. Das ist einmal erster Schritt und ganz, ganz wichtig, verarbeitete Produkte. Ich kann nicht beim kleinen Wirten kennzeichnen, wenn das verarbeitete Produkt nicht gekennzeichnet ist. Und das sind die ganz großen Mengen. Und das soll in einem ersten Schritt Milch, Fleisch und Eier umfassen. Bei Fleisch haben wir den Vorteil, dass es schon eine Frischfleischkennzeichnung EU-weit gibt. Das war das einzig Positive an dem Pferdefleischskandal damals, dass es da EU-weit dann eine echte Transparenzoffensive gegeben hat. Aber ich kann nicht vom Teller beim Wirten kennzeichnen, wenn der erste Schritt fehlt. Und das ist wirklich riesig. Und das geht dahin bis zu den ganzen Eigenmarken der Lebensmittelhändler. Wir haben einen großen Trend, so wie wir jetzt früher geredet haben, zu bäuerlichen Produkten. Im selben Ausmaß sehen wir den Trend bei No-Name-Produkten, bei Eigenmarken, bei den 69 Cent
mit Liter Milchbackel. Und dort muss oben stehen, woher die Milch in den Backel kommt. Und wie das Tier gehalten wurde, ist meiner Sicht ganz wichtig. Das ist nur mal ein Schritt. Also die Digitalisierung wird uns auch in diesen ganzen Transparenzbereichen massiv helfen. Aber ich glaube, das Erste, was wir mal zustande bringen müssen, ist eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung. Und da wirklich bei den ganz, ganz großen Mengen, und das sage ich auch ganz ehrlich, ich will, dass zuerst die Industrie da an die Kandare genommen wird, bevor wir dann zum Dorfwirten übergehen, weil es ist unfassbar leicht, den Kleinen, also und ich glaube, das kennt man ja aus dem Startup-Bereich, da gibt es ja, egal in welchem Bereich, eigentlich immer dieselben Auflagen wie oft auch für größere oder Vorgaben. Und ich will, dass als erstes einmal die Industrie und die Großen in die Pflicht genommen werden. Die Lebensmittelindustrie ist riesig und es ist so einfach für einen Betrieb, der eh schon weiß nicht, was an Auflagen erfüllen muss, dass er dann auch noch aufschreibt, wo hat er den Rohstoff bezogen. Und dann wird es automatisch so sein, dass alle anderen Bereiche auch nachziehen. Also ich bin völlig bei Ihnen, dass man anfangen sollte mit den Großen, wo da die großen Mengen drüber gehen. Aber ich sehe keinen Grund, warum man nicht mit Übergangsfristen, keine Ahnung, 2-3 Jahre dann in der Gastronomie das jetzt schon beschließt. Es gibt viele Startups, die die Gastronomen heute schon unterstützen, dabei die ganzen Allergenverordnungen umzusetzen, wo automatisch abhängig von dem, was der kauft, auf der Speisekarten die richtigen Allergene aufgedruckt werden. Die Technologien werden von Startups bereitgestellt. Ich gebe Ihnen absolut recht und ich bin vollkommen überzeugt davon, das wird kommen. Aber bitte fangen wir zuerst einmal bei den Großen an. Nein, ernsthaft, es ist so leicht und vor allem für die Politik, aber immer dann auf die Kleinen hinzuzeigen und das, was so offensichtlich ist. Und genauso wie auch bei den Lebensmittelkonzerne. Also die haben riesen Marketingbudgets, die machen so viel einfach auch im Mindset der Bevölkerung, weil das ist das, was ich jeden Tag sehe. Nur bitte schauen wir mal dahinter, schauen wir mal zu den großen Mengen und schauen wir, wo dann eigentlich ja die Industrie mit sehr oft auch dieser Billig- und schneller, höher, weiter Mentalität die Richtung in eine ganz für sie natürlich rentable Richtung lenkt. Und da müssen wir ansetzen. Aber warum nur Herkunftsland und warum nicht die Haltungsbedingungen? Wir haben bei den Eiern eine wahnsinnige Success-Story gehabt. Wir haben bei der Einführung von der verpflichtenden Kennzeichnung der Eier im Supermarkt an Käfigeieranteil im Supermarkt damals noch von 40% gehabt. Mittlerweile sind natürlich Käfigeier Gott sei Dank in Österreich als Direktprodukt verboten. Wir haben damals gehabt 25% Anteil von Freiland- und Bio-Eier. Mittlerweile haben wir 45% Anteil von Freiland- und Bio-Eier, die im Supermarkt verkauft werden, was aus Nachhaltigkeitssicht natürlich super ist. Und ich würde mir einen ähnlichen Trend erhoffen und erwarten, dass das auch passiert, wenn bei jedem Schweinefleisch, bei jedem Schinken, bei jedem Milchprodukt, bei jedem Käse nicht nur draufsteht, aus welchem Land kommt der, sondern auch, wie wurde das Tier gehalten. Und da kann man genauso wie bei den Eiern 0 Bio, 1 Freiland, 2, 3, 4, je nach Art des Produkts, mehr Standardisierung einführen. Ich finde das Beispiel total großartig, weil Sie haben recht. Es ist eine Erfolgsgeschichte, hat aber auch dazu geführt, dass wir fast die Hälfte der Produktion aus Österreich verloren haben. Die passiert jetzt im Osten Europas oder in der Ukraine oder der Türkei, weil es wird das Frischei gekennzeichnet und vor allem der Handel hat da ganz eine wichtige Rolle gehabt, weil die haben dann auch die ganzen Käfigeier aus den Regalen verbannt. Super. Nur im verarbeiteten Produkt, klar. Milch, Eipulver, Flüssigei, kommt dann das Ganze nicht aus Österreich und nicht aus der Bodenhaltung und nicht aus der Biohaltung, sondern von irgendwoher und aus dem Käfig. Aber deshalb musst du eine Kennzeichnungspflicht. Genau, und das kann aber nicht der Wirt machen, sondern das ist genau der Punkt, den ich jetzt früher angesprochen habe und da schließt sich jetzt der Kreis. Das ist das verarbeitete Produkt. Weil sobald das Ei aufgeschlagen ist, hat es diese Kennzeichnungspflicht verloren und kommt dann halt über Container und über ganz große Mengen irgendwie in den Betrieb. Und dort müssen wir ansetzen. Und das ist ja meine Intention. Und ich finde es so gut auch, dass wir darüber reden. Weil, weißt du, es lässt sich ja in der Politik mit Überschriften wahnsinnig gut Stimmung machen. Aber das, was dahinter liegt, ist so viel größer und das sehen wir oft gar nicht. Und genau da müssen wir ansetzen. Und dann wird sich auch im Tierschutzbereich vieles verbessern, weil wir automatisch dann diesen Schritt einfach mitgehen.
Also hier gibt es eine Debatte, das ist natürlich auch gut, so eine Debatte gab es natürlich auch in unserer Community. Wir haben ja berichtet natürlich auch über Startups aus dem Food-Innovationsbereich natürlich auch, da gibt es auch spannende im Bereich von Fleischersatzprodukten und wir haben uns auch ein bisschen so umgehört, was soll man jetzt die Frau Ministerin hier fragen, genau, was wollt ihr wissen von ihr? Und eine Sache ist die, wie wird das vielleicht auch in Zukunft auch bei öffentlichen Ausschreibungen, Food-Innovationen, Fleischersatzprodukte. Wir haben ja auch das Thema Kantinen hier angesprochen. Welche Maßnahmen möchte die Bundesregierung da setzen, um das weiter zu forcieren oder zu fördern? Oder ist das überhaupt geplant? Ja, also wir haben vielleicht weniger in diesem Ersatzprodukte-Bereich, sondern das, was mir ehrlich gesagt extrem am Herzen liegt, ist, dass wir in dieser öffentlichen Ausschreibung regional und saisonal beschaffen. Also und speziell im Ersatzbereich, also wenn man sich jetzt Oatly anschaut, finde ich eine extrem spannende Geschichte, sind jetzt börsennotiert, gehen komplett durch die Decke, haben wir schon ganz klar den Ansatz, österreichische Unternehmen zu stärken und zu fördern und zu unterstützen und vor allem eben auch die regionale Produktion, weil da ist wahnsinnig viel Wertschöpfung drinnen. Das heißt, wir wollen in Zukunft die öffentliche Beschaffung, diese Ausschreibung auf Kriterien ausrichten, die halt eben, die es auch möglich machen, nach dem Bestbieter-Prinzip anzubieten. Und da zählt nicht mehr nur der geringste Preis, sondern kurze Transportwege, nachhaltige Produktion und vor allem auch dieser saisonale Aspekt, weil ich muss nicht, also die Erdbeeren, finde ich, sind immer so das beste Beispiel. Es wachsen halt im November keine Erdbeeren in Österreich und dann müssen sie auch nicht am Speiseteller liegen. Da haben wir die Lageräpfel beispielsweise aus der Südsteiermark und in diese Richtung denken wir ganz klar. Und welche dazu konkreten Ziele bis wann ungefähr? Gibt es da schon einen Fahrplan oder? Ja, da arbeiten wir ehrlich gesagt schon länger dran. Ist lustig, weil ich bin heute bei der Konferenz der österreichischen Gemeinschaftsverpfleger zu dem Thema. Die Ausschreibungen und die Verträge laufen ja meistens über 5 Jahre. Und so ehrlich müssen wir auch sein, wir sind in der österreichischen Landwirtschaft sehr klein strukturiert. Das heißt, die brauchen natürlich langfristige Verträge, die brauchen zum selben Preis dieselbe Qualität über einen langen Zeitraum. Und jetzt haben wir die Aufgabe, speziell in der Landwirtschaft, dann das auch zu bewerkstelligen. Und das ist auch so eine Erfahrung, ich bin Tourismus und Landwirtschaft in Österreich und habe auch immer wieder mit den Hoteliers geschimpft und gesagt, warum nehmt ihr nicht bäuerliche Produkte? Und einer hat dann zu mir gesagt, schau, ich mache das total gern, aber ich brauche jeden Tag in der Früh 800 Eier vor meiner Tier. Bitte sag mir den Bauern, der mir das garantieren kann und der mir das liefert. Und das Problem, speziell in diesem ganzen Lebensmittelbereich, ist wahnsinnig oft die Logistik und das Thema, wie kriege ich es genau an dem Ort, zu dem Zeitpunkt, wo es dann auch gebraucht wird. Und ich glaube, das könnte auch etwas ganz Spannendes für Startups sein und für Unternehmer sein, sich ganz stark mit diesen ganzen Logistikthemen auseinanderzusetzen. Es gibt eh schon super Beispiele, Lebensmittelverschwendung beispielsweise. Auch, ja. Oder auch generell die Optimierung und Lieferketten auch transparenter natürlich dann auch zu machen. Ja. Nur der Anknüpfung, wie schaut es aus mit einem verpflichtenden Bioanteil in der öffentlichen Beschaffung? Also dass man sagt, es gibt einfach, wird jährlich gesteigert. Ja, also ist dann die Frage, in welchem Produktsegment, weil wir haben sehr viel Getreide, das kann ich jetzt halt dann quasi am Teller so in der Art und Weise nicht verwenden, also da brauche ich dann irgendwo einen Verarbeitungsschritt. Wir haben extrem viel Biomilch. Im Gemüsebereich fehlt es und ist es halt dann auch nicht saisonal. Und ich bin ganz ehrlich echt ein riesengroßer Fan geworden von Regionalität, weil es ist mir immer lieber, wir produzieren zu den hohen österreichischen Standards regional, weil manchmal geht es auch gar nicht und ich komme sogar aus einer Biolandwirtschaft. Wenn ich die Gegebenheiten dort vor Ort nicht habe, wenn ich einen Boden habe, der einfach mehr Düngung beispielsweise braucht oder dergleichen, ist das so. Also wir haben trotzdem zwischen diesem Wunschdenken und der Realität von meinem Acker durchaus ein bisschen eine Spanne, dann kann ich sagen, okay, dann machst du halt was anderes.
Also es sind schon ein bisschen an individuellen Betriebsentscheidungen und Unternehmensentscheidungen auch. Aber ich bin komplett überzeugt davon, dass der regionale Ansatz noch wichtiger ist, weil die Biotomate aus Spanien, die dann in die Gemeinschaftsverpflegung kommen würde, weil wir Bio vorschreiben und sie gerade in Österreich nicht verfügbar ist, ist bei Weitem mit einem schlechteren CO2-Fußabdruck versehen als die in Simmering von einem 40 Jahre alten Gemüsebaubetrieb. Und deswegen fossil. Also dann, wenn der sein Gashaus nicht mit fossiler Energie heizt im Winter. Und das ist und die, schon. Dann schauen wir uns einmal die Bioproduktion in Spanien an. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit so apodiktischen Aussagen. Nur mal, das ist relativ leicht alles gefordert. Nur das gesamte Lebensmittelsystem und vor allem auch die Produktion hängt von so vielen Faktoren ab. Und wir gehen absolut in diese Richtung. Wir fördern, wir unterstützen, wir machen Bewusstseinskampagnen. Und dann ist das natürlich auch alles eine Preisfrage. Bio gibt es nicht zum Nulltarif. Und das, was wir aktuell sehen, ist, dass dieses gleiche Preisdumping, das sich daraus ergibt, dass alles Bio sein muss und damit genauso selbstverständlich ist wie alles andere auch, dass das dazu führt, dass die Betriebe auch immer größer werden. Wir schaffen den hohen Bio-Anteil nur deswegen, weil alle großen österreichischen Betriebe Bio sind. Das sind die vielen kleinen Bergbauernbetriebe zum Teil und es sind die ganz, ganz großen. Deswegen kommen wir auf diese Fläche und auf diese Mengen. Und das muss man der Ehrlichkeit halber schon auch dazu sagen. Also bei Bio und Regional, da kann man lange diskutieren. Ja. Diskussionspotenzial auch was die CO2-Einsparung betrifft. Inoko, ihr habt ja auch eine spannende App diesbezüglich, ja, genau. Die ich natürlich auch selbst nutze, um mein CO2 zu tracken. Was mich jetzt auch schon zur Abschlussfrage führt, Frau Bundesministerin. Wir fragen natürlich unsere Gäste hier bei One Change Week immer, was sie selbst machen, um CO2 zu reduzieren im persönlichen Alltag und wofür sie noch zu bequem sind. Fangen wir vielleicht damit an, was tun Sie, um CO2 einzusparen? Ich habe echt das ganz große Privileg, dass ich ein Bauernkind bin. Und mein Kühlschrank ist echt mit Produkten von daheim eigentlich gefüllt. Ich weiß, das kann nicht jeder, aber jeder kann natürlich beim Einkauf drauf schauen. Und da verwende ich schon ziemlich was drauf, dass ich genau zu den Produkten komme, die halt direkt auch vom Bauern kommen. Ich finde ja beispielsweise Magda, die Therese Imre, was die jetzt auch aufgestellt hat, was die gemacht hat, die hat so viele Jahre so gekämpft und profitiert jetzt so davon. Genau diese digitalen Bauernmärkte bieten eine wahnsinnig große Chance, einfach leicht auch zu diesen Produkten zu kommen. Also vor allem dieser Lebensmitteleinkauf ist mir extrem wichtig. Plastikvermeidung, das ist echt ein Thema, das begleitet mich schon seit so vielen Jahren, weil mich das so stört, wenn man beispielsweise Freunde zum Essen eingeladen hat und kocht, was man dann an Müll hat, rein nur durch die ganzen Verpackungen. Also da schaue ich sehr, sehr bewusst drauf, dass es, wenn möglich, verpackungsfrei ist und wie es verpackt ist. In das ganze Verpackungsthema habe ich mir ja schon ein paar Jahre ziemlich eingelesen und, naja, und Deep Dive. Ja. Also da haben wir ein Riesenpotenzial. Eben auch wieder in Verbindung mit Digitalisierung. Da können wir eine eigene Sendung einmal darüber machen. Was bei mir, aber das ist eher ein bisschen meinem ganzen Arbeitslebensumfeld geschuldet, wo ich sehr viel Potenzial habe, ist Mobilität. Wo es halt einfach zeitlich oft nicht geht und wo ich halt dann echt oft noch das Auto verwende, weil ich halt dann telefoniere oder halt irgendwas nebenbei arbeite. Oder nach Brüssel geht es wahrscheinlich auch mit dem Flieger. Ja, nein, also das, ich bewundere jeden, der den Nachtzug nimmt. Nur ich habe einen 3-jährigen Sohn, den ich versuche, jede Minute zu sehen, die nur irgendwie möglich ist. Das sind schon Dinge, wo ich sehr oft dann halt eben auch abwäge, mit Zeit beispielsweise auch zu Hause und dann halt im Verkehrsmitteln. Also, ja. Aber wenn mein Leben irgendwann wieder mal entspannter wird, fahre ich sicher wieder mehr Zug beispielsweise. Also Kärnten ist ja meine Heimat und mein Lebensmittelpunkt, das geht schon. Und wenn die Kornbahn kommt, also genau, scheiß, es zwei, geht eh alles in die richtige Richtung. Zweieinhalb Stunden nach Kärnten. Also ich fahre jetzt auch noch 4,5, das ist noch ein bisschen lang, aber man kann zumindest schön arbeiten dann im Zug. Ja. Thema Mobilität ist natürlich ein großes Thema, Markus, da haben wir auch einige. Fliegen ist vor allem auch, wird oft genannt als ein großes Einsparungspotenzial, wo man halt noch ein bisschen zu bequem ist und natürlich der Faktor Zeit da auch mitspielt. Ja, aber schau, ich bin ja die österreichische Tourismusministerin, buchen Sie Ihren Urlaub in Österreich, es ist das schönste Land der Welt und die Betriebe freuen sich wahnsinnig, vor allem nach den langen
katastrophalen Monaten des Geschlossenseins. Also wer sich heuer überlegt, wohin es gehen soll, bitte wirklich dem Zug, von mir aus auch dem Auto, aber Österreich den Vorzug geben. Der Sommer steht vor der Tür. In diesem Sinne, danke vielmals, dass Sie heute hier waren beim Broadcasten bei One Change a Week. Und natürlich, Markus, auch danke, dass du wieder mit dabei warst als unser Nachhaltigkeitsexperte. Ja, und seid nächste Woche wieder mit dabei bei One Change a Week. Wir haben natürlich immer spannende Gäste zum Thema Nachhaltigkeit und Innovation. Alles Liebe, Baba und Tschüss.